Hallo und herzlich willkommen. Heute endlich die Auswertung des Gewinnspiels vom letzten Freitag. Ja, das sind gleich zwei Premieren. Erstmal seht ihr mich endlich mal halt im Großformat sozusagen. Und als zweite Premiere natürlich das Gewinnspiel, was ich so noch nie gemacht hatte, weil ich bin ja auch noch nicht so lange bei YouTube jetzt. War im Großen und Ganzen recht zufriedenstellend. Es kamen reichlich Abos rein. Was ich mir noch mehr gewünscht hätte, wäre eine aktivere Teilnahme am Kommentieren und ja, dass euch halt auch das Gewinnspiel interessiert sozusagen oder das Spiel. Dass die Absicht war ja, euch auch das Spiel näher zu bringen, zwei Leuten die Möglichkeit zu geben, dieses Spiel zu gewinnen und es auch zu spielen. Ich liebe dieses Spiel eigentlich. Im Solo-Modus ist es etwas schwierig. Von daher eigentlich immer mit Partner geeignet da. Okay, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, vielleicht waren die Voraussetzungen nicht gut, das weiß ich noch nicht. Da könnt ihr mir mal Ratschläge noch geben, weil ich ja dieses Abo auch noch an eine Bedingung geknüpft hatte, und zwar, dass ich euren Namen sehen kann. Nun weiß ich nicht, ob man das so macht oder nicht. Vorschläge von euch sind da herzlich willkommen. Ja, ansonsten. Danke für alle, die abonniert haben. Danke für alle, die reingeschaut haben. Und natürlich ein Riesendank an die Leute, die unten in die Kommentare was geschrieben haben. Gut, die Ziehung war dann 20:30 Uhr live im Stream auf Twitch. Hatte ich fast vergessen, weil ich ja wieder mitten im Zocken war. Und dann muss ich mir das beim nächsten Mal einen Wecker stellen. Ja, zwei Leute sind ausgelost. Zum einen ist es Martin und zum anderen Uwe. Aus den vier Leuten, die Kommentare dazu hinterlassen hatten. Den zwei nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Spiel. Ich muss mich jetzt nochmal mit euch in Verbindung setzen, mit Uwe speziell. Martin kenne ich ja. Ja, gut, dann war es das von meiner Seite. Ich blende jetzt gleich nochmal die Auslosung ein. Ach so, ja, ich hatte verschiedene Sachen probiert, ein paar Webseiten, aber da hatte ich halt den Eindruck, dass das halt bevorzugt die Leute trifft, die halt viel geschrieben haben, wie Luca, der halt auch noch gefragt hat, wann ich wieder mal mit dem Fortnite spiele und so weiter. Das wurde natürlich auch als Kommentar gezählt. Könnte man selbst ein Plugin vielleicht schreiben, um das mal zu filtern. Ansonsten würde ich ungern irgendein ein Abo oder sowas abschließen für irgendein Tool, was das erledigt. Gut, ja, das war's von mir. Nochmal herzlichen Dank. Viel Spaß damit mit dem Spiel und bis zum nächsten Gewinnspiel, was bald kommen wird. So viel sei schon mal verraten, auch aus gegebenen Anlass. Ja, ansonsten viel Spaß. Schaut mal wieder rein, abonniert fleißig und bis dann. Wir sehen uns. Tschüssi. Die teilgenommen haben, schade eigentlich, weil es ein geiles Spiel ist. Aber das Gute daran, ich kann mir die Namen merken, die teilgenommen haben. Und können wir jetzt gleich mal ziehen. Ich habe verschiedene Tools mal ausprobiert. Das gefiel mir noch am besten. Was hatte ich noch gehabt? Diese Seite. Da hatte ich den Eindruck, dass die Leute, die am meisten Comments geschrieben haben, auch vorrangig ausgelost werden. Von daher nehme ich das nicht, sondern das. Ja, und dann fangen wir gleich mal an. Uwe ist der erste Glückliche. Und dann Martin. Okay, damit hätten wir die zwei Gewinner ausgelost. Gratuliere euch, wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Gewinnspiel. Ich glaube, ich werde noch mal eins im Juni machen, aus gegebenen Anlass. Aber dazu werde ich noch was schreiben auf YouTube. Werde das wieder ankündigen und dann hoffe ich auf regere Teilnahme. Bis dahin freue ich mich. Danke an alle, die teilgenommen haben und ja, bis die Tage. So, dann kann ich das gleich mal speichern, die Seite. I'm a survivor.